So, wir sind beim. Wir gehen über 10 Runden im Supermittel Schwergewicht. Wir sind beim vorletzten Kampf dieses Abends angelangt. Venezuela gegen Hernandez aus Kuba. Ring frei. Guzmir Perdomo gegen Uwel Hernandez. Perdomo in der Rechtsauslage. Hernandez in der Normalauslage. Reichweitenvorteile beim Mann aus Venezuela. Und Hernandez recht spritzig unterwegs. Sehr beweglich im Oberkörper. Der Mann aus Kuba. Kubaner fürs Boxen bekannt. Aber auch der Mann aus Venezuela, ein sehr erfahrener Mann, der hier mittlerweile seinen dritten Einsatz hat. Einmal gegen den Herrn des Hauses, Firat Aslan, da musste er sich geschlagen geben. Ebenfalls gegen Hüseyin Cinkara. Da ging es schon in der zweiten Runde nach Hause. Jetzt aber im dritten Anlauf gegen Hernandez, der hier ordentlichen Druck aufbaut. Physisch sowohl auch mental. Starke Hände zum Körper und da geht Palomos direkt runter. Da hat er sich Perdomo in den Seilen zurechtgestellt. Vier Hände zum Körper. Die hat Perdomo gespürt. Starke Rechte zum Körper. Die linke hinterhergesetzt. Gefährliche Körperhaken vom Kubaner. Selbe Situation. Aber diesmal bleibt Perdomo stehen. Der sich hier mit langen Händen versucht, Hernandez vom Körper zu halten. Oh, die rechte, starke Abschluss zum Kopf, die linke zur Leber gebracht. Da ist Perdomo chancenlos. Und da kommt das Handtuch, Perdomo sagt warum. Aber richtige Entscheidung von der Ecke. Das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Starke Leistung von Hernandez. Ich hätte ihn gern etwas länger gesehen. Ich denke auch, dass seine Ecke ein bisschen mehr Ringerfahrung sammeln wollte. Aber alles in allem eine gute Leistung vom jungen Kubaner. Haben werde. Und wir melden uns zurück mit dem letzten Kampf, mit dem Hauptkampf des heutigen Abends. Firat Aslan gegen Jackson dos Santos in Kürze.